Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Silmarillion-Projektes. Wir befinden uns nach dem Lied von Beren und Luthien, das wir schon mit nur zwei Spielenden, mit Erik und Natascha, die heute auch dabei sind, gespielt haben. Und sind jetzt in einer etwas lockereren Phase für das Rollenspiel angekommen, in dem Sinne, als dass ihr ganz viele kleinere Geschichten machen könnt, während die Welt wieder auf ein Großereignis zuhält. Wir hatten zuletzt ein kleines Grüppchen begleitet, das erst einmal dem Wolf gefolgt ist, der mit einem Silmarill im Bauch sterbend übers Land gejagt ist, bis er an der Grenze zum Waldreich von Doriath niedergerungen wurde und ihm dort der Stein aus dem Leib geschnitten wurde. Dieser ist nun im Besitz von Eru Thingol, dem grauelbischen Herrscher über Doriath, der ihn auch nicht wieder herausgeben will. Was ein Problem sein könnte, denn die Familie, die sich als rechtmäßige Besitzer diese Edelsteine betrachtet, hat geschworen, alle zu bekriegen, die ihnen diese Steine wegnehmen wollen oder sie begehren. Und einige von unserer Gruppe arbeiten für diese Leute. Wir, ja, ein paar, nicht die, die heute dabei sind tatsächlich. Die Gruppe hatte von Maglor und Maedros zwei Söhnen des Fëanor, des verstorbenen Erschaffers der Silmaril, der übernatürlichen, künstlich geschaffenen Gemmen, die das Licht der verschwundenen Bäume der Insel Aman in sich tragen, einen Weg angetreten, Eru Thingol irgendwie diese Steine wieder abzunehmen. Zu dem Zweck bringt man eine verloren gegangene Person von seinem Hofstaat zurück und sollte auch in einer verloren gegangenen Festung, die vor 10 Jahren in der Dagor Bragolach, in der Schlacht des Jähen Feuers, aufgegeben wurde, nach Schätzen suchen, die man ihm überreichen kann, um ihn milde zu stimmen, damit er den Stein vielleicht doch noch zurückgibt. Die Gruppe hatte einen kleinen Geheimgang gefunden, der sich nach oben schraubte in diese Festung und dementsprechend die Falltürspinne, die gigantische, die sich dort eingenistet hatte, von hinten überrascht und abgestochen. Und dann traten sie in den monderhellten, von Spinnwebenfäden durchzogenen Innenhof und da haben wir aufgehört. Und offensichtlich haben die Elben jetzt anderes zu tun und flüstern untereinander und überlegen, wie sie die Pferde wiederholen und nehmen an dieser Session nicht teil. Sondern wer dabei ist, ist einmal Erik, er, der im Layout lebt, als Kulriss der Zwerg. Hallo Erik. Hallo. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich vibe sehr gut mit Kulriss. Kulriss ist ein stabiler Zwerg. Und ungeduldig. Ja, viele Zwerge sind das. Vielleicht nicht so gut fürs Handwerk, aber wenn man harte Dinge beiseite schaffen muss, ist das eigentlich gar nicht so schlecht, die Eigenschaft. Mein Handwerkszeug ist eine Axt, die ungefähr meine Größe hat. Von daher passt das schon ganz gut zusammen. Schön. Und Natascha, die an ihrem Namensschild nagt. Das Narrandil, die menschliche Waldläuferin. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch so sehr. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich die letzten 2 Sitzungen nicht dabei war. Und war das nur die letzte Sitzung? Ich glaube, die letzte davor ist nochmal komplett ausgefallen. Ja, ich glaube, da haben wir ja gänzlich was geschoben. Aber für krank sein kann niemand was. Ja, aber trotzdem, es fühlt sich halt unangenehm an, ne? Es macht einen schon ein bisschen traurig. Aber jetzt, heute, habe ich alles daran gesetzt, hier sein zu können. Sehr gut. Und ich freue mich voll. Dann Michael, der zweite Zwerg in der Runde und unser Theatermensch im Bunde, als Lofa, Sohn des Grofa. Hi. Genau, hallo. Ebenfalls ein stabiler Zwerg und ein bisschen geduldiger. Aber ja, wir sind hier die Zwergen-Connection, stabiler als alle Elben. Und ich habe auch schon mal eine Runde ausgesetzt, also deswegen gräme dich nicht, Natascha, das gehört irgendwie dazu. Außer man ist Erik, dann ist man immer da.
Selbst wenn er nicht da ist, ist irgendwo ein kleiner. Selbst wenn er nicht da ist, dann ist er immer da. Genau, richtig. Und ja, ich freue mich auch, heute wieder dabei sein zu können. Als Zwerg vielleicht weniger, aber als Spieler vermisse ich doch irgendwie die Elfen in der Runde. Aber hey, mal gucken, wie die Menschen mithalten können. Ja, die sind ja, die haben sich ja nicht in Luft aufgelöst, die sind nur sehr passiv heute. Und die Runde wird abgerundet durch Nico, der heute zumindest einmal mitspielt und laut gewissen Leuten im Chat dein Helmgesicht haben soll. Mhm. Danke, Basti. Ja, als Daron, ein Mensch, den wir noch nicht kennen, aber dann bald kennenlernen werden. Wir, genau. Wir spielen hier mit The One Ring. Beren und Luthien haben wir mit W20-Regeln für das Setting gespielt, weil das Charaktere eines leicht höheren Machtlevels sind. Aber diese Normalsterblichen, beziehungsweise im Fall der Elben Semisterblichen, die kriegen auch ganz normale Regeln. Also, Lothar und Kulres stehen an der Schwelle zu dem Innenhof unter ihren schweren Stiefeln, knirschen die Mauerreste und die Überreste der von der Spinne zusammengewebten und gebastelten Falltür, mit der sie da gelauert hat auf Leute, die sich irgendwie in die Festung wagen. Der Mond, der lugt ein bisschen über die Bergspitzen, sodass man auch ganz gut sehen kann, vor allen Dingen, wenn man Augen hat, die an das Licht unter Tage gewöhnt sind. Und es riecht intensiv nach Fäulnis und Tod und nach Spinneninnereien, ein schwer beschreiblicher Geruch, der leicht ätzend und stechend ist. Wir suchen alte, wertvolle Dinge. Ich bin sehr froh, dass du dabei bist. Oh, das bin ich auch. Aber lass mal so den Blick über diesen Innenhof schweifen. Frage ist, wo fangen wir an zu suchen? Mike, ich will ja nicht reingrätschen, aber du hast eben gesagt, du möchtest noch schildern, was mit den anderen Charakteren dann passiert ist, die jetzt nicht hier sind. Oder wolltest du das noch machen? Oh, die stehen etwas passiv noch im Hintergrund. Ich kann sie auch wegschicken, um nach den Pferden zu suchen. Das ist. Ja. Die wäre lieber gewesen, wir gehen einfach drüber. Ne? Das Problem ist, wenn man sich das nachher tatsächlich als Podcast in Folge anhört, ist das sehr irritierend. Darüber hatten wir eben kurz gesprochen, bevor wir online gegangen sind. Ich habe gerade gesagt, dass sie sich passiv im Hintergrund halten. Und wenn wir losgehen und alte wertvolle Dinge finden, bevor die zwei da hinten das merken, dann können wir vielleicht alte wertvolle Dinge behalten und nur ein paar weitergeben. Nun, zumindest würde ich sagen, hätten wir das erste Wort darüber, wie wir es verteilen. Alles, was du sagst. Sehr gut. Lumiel und Laurion steigen die Treppe hinab. Nach ein paar kurzen Worten: Haltet euch zurück, die Herren Zwerge. All dies ist Besitztum der Söhne des Feanor. Und wir werden doch sicherlich merken, wenn etwas davon unrechtmäßig den Besitzer wechselt. Aber wir werden sehen, ob der Weg jetzt sicher ist und was mit den Pferden ist. Und auf dem Weg die Wendeltreppe hinunter können Sie, denke ich, auf Narandil stoßen, die auf lautlosen Sohlen diese Treppe hinaufgeht, nachdem sie den Spuren der Gruppe gefolgt ist. Du wirst etwas überrascht begrüßt mit Narandil. Vielleicht kannst du ein Auge auf die Zwerge haben. Okay. Also Narandil hat keine Ahnung, warum die da sind, oder? Weil wenn sie die Treppe hochkommt und die anderen kommen runter? Ja, das Monstrum, das die Burg in Beschlag genommen hatte, ist erschlagen. Keine Gefahr, sollte mehr davon ausgehen. Nun, dann. Aber wir wollen sie etwas umsehen. Wir wollen nicht, dass die Zwerge sich den Hals brechen, während sie in dieser bruchreifen Festung nach Schätzen suchen. Dann werde ich mich mal darum kümmern, dass ihnen nichts passiert. Gut. Jetzt ist dieses super awkwarde, geht mir rechts aneinander vorbei oder links? Oh, die sind zum Glück beide ja auch relativ rank und schlank. Und können sich an dir in dem engen Treppenhaus vorbeidrücken. Ja.
Und als du oben in den Innenhof trittst, hörst du gleichzeitig mit den Zwergen ein aus einer überschatteten Ecke des Innenhofs, wo die Spinnweben besonders dicht hängen. Ich ziehe meine Waffe. Hast du das gehört? Ja, ich habe das gehört. Meinst du, dass da noch irgendein Spinnenfutter am Leben ist? Irgendein Ork oder Goblin, der zuckt? Vielleicht ist es auch was Netteres. Während die beiden Zwerge sich unterhalten, würde ich einfach schon mal in Richtung des Geräusches schleichen. In der Ecke sind mehrere dicke Kokons, lang und oval, unter einem überhängenden Halbdach aufgehangen, so wie andere Leute vielleicht in der Stube den Schinken oder die Wurst unter das Dach hängen, damit sie geräuchert werden. Und einer von diesen Kokons bewegt sich und gibt Geräusche von sich. Okay, Narandil ist deutlich weniger phased von der Situation als ich und nähert sich dem Kokon. Und kann ich erkennen, welche Stelle oben und unten ist? Also kann ich sehen, ob es richtig rumhängt oder falsch rum? Du würdest sagen, da ist eine Person drin und sie hängt richtig rum, es sei denn, sie hat einen Helm auf den Füßen. Okay. ist der Abstand zum Boden, also wenn ich jetzt das Seil, an dem der Kokon hängt, wenn ich den durchschneiden würde, würde sich diese Person verletzen oder... Ist der Abstand nur... Das ist nur ein halber Meter. Also mehr als vielleicht einen blöd verknacksten Knöchel. Das kann da nicht passieren. Okay, dann würde ich mein Schwert ziehen und über seinem Kopf die Seide durchschneiden. Mit einem Pling bricht dieser Faden und der Kokon fällt herunter. Das ist ein Geräusch, das gleichzeitig trocken, raschelnd ist und ein bisschen feucht, als die Seide sich verformt. Und dann an ein paar Stellen auch aufplatzt und aufreißt. Okay, ich beschreibe vielleicht die Spinnensache ein bisschen weniger intensiv. Da ist doch jemand. Halt, wer ist da? Ich hebe meine Axt und komme ein bisschen zu. Man hört das sehr laut, weil alles scheppert an mir. Währenddessen würde ich am Kopf die Seide auseinanderziehen, um zu sehen, ob sich darin ein Ork versteckt oder eine weniger gefährliche. Das ist natürlich streitbar, ob diese Spezies weniger gefährlich oder attraktiver ist, aber es ist ein Mensch. Der natürlich scharf einatmet in dem Moment, wo sein Gesicht weniger frei liegt, beziehungsweise es liegt nicht wirklich frei, weil er einen sehr, sehr sperrigen Helm vor dem Gesicht trägt und der auch teilweise eingesponnen ist. Aber man sieht, dass es deutlich definitiv ein Mensch oder eine Humanoide, naja, auch Orks sind Humanoide, eine menschelfliche Figur ist. Ich sag mal ja. Okay, dann würde ich weiter daran arbeiten, die Person zu befreien. Komm dann, also irgendwann werde ich ja nah genug dran sein, wenn du da arbeitest, dass ich dich erkenne. Narandil, wo kommst du denn her? Von unten. Das. Danke. Ja, ich gehe dir mal zur Hand. Und helf mit auspacken. Ja, dann das ist gar nicht so schwer, wenn zwei Leute anpacken und erstmal an einer Stelle die Seitenstränge durchbrochen worden sind, die Person da rauszuwickeln. Was macht Kulris? Was macht Lofar? Ich habe das Gefühl, dass er das kritisch aus der Ferne beäugt. Er beobachtet das kritisch aus der Ferne. Also ich habe schon den Bogen mal bereit gehalten für den Notfall. Das, jetzt denke ich mir, ja, okay, Kulris hat nicht unrecht gehabt, es ist, wenn auch leidlich, besser als ein Ork. Ein weiteres Menschlein. Na gut.
Sollen sich darum kümmern. Ich drehe mich wieder um und lasse den Blick weit über den Innenhof schweifen und versuche, ja, ein besseres Verständnis für dieses Gebäude, für diese Ruine zu entwickeln. Dann kannst du meinen Wurf auf Scan ablegen. Oh ja, cool, gerne. Das geht gegen deinen Schwellenwert in Wits. Und wie gesagt, wir spielen mit The One Ring 2. Das heißt, Michael würfelt jetzt einen W12 plus so viele wie 6, wie er in Scan hat. Und sollte es ein deiner favorisierten Skills sein, darfst du den W12 sogar zweimal würfeln. Ja, genau, das ist der Fall. Ist ein scharfäugiger Zwerg. Ja, das ist ein sehr scharfäugiger Zwerg. Und da ist schon mal etwas, was in späteren Zeitaltern eine Gandalf-Rune genannt wird. Eine 6 ist auch dabei, bei den sechsseitigen. Also, du siehst es. Erstens, die anderen Kokons, die haben nicht überlebt. Die sind wohl irgendwann schon angezapft worden. Und du siehst einen Riss in der Mauer, der zu gleichmäßig ist. Und du hattest ja schon den Verdacht, beziehungsweise wusstet, dass diese Festung teils von Zwergenhand mitgebaut worden ist. Aber das sieht aus wie eine von den Türen, die ihr für Elben baut, wenn sie gerade noch sichtbar sein sollen. Manche zwergische Türen sind ja absolut unauffindbar, so nicht die richtigen Bedingungen dafür gegeben sind, sie zu entdecken. Dies ist eine, die man überhaupt sehen darf, so man nicht eingeweiht ist, für die etwas weniger gewitzten Elben in dieser Hinsicht. Ah, okay, gut. Dann kümmern sich die anderen ja schon mal um das eingesponnene Menschlein kümmern und ich nähere mich dieser offensichtlich versteckten Tür. Und also ist es eine Tür oder ist es ein offener Durchgang? Es ist eine Tür und du musst ein bisschen tasten. Als du die richtige Steinkombination findest, gibt es einen Knacken. Der Mechanismus wird ausgelöst und die Tür schwingt zu dir in deine Richtung auf. Dahinter ist wirklich auch nur ein kleiner Raum. Gerade mal tief genug in die Mauer eingelassen, dass ein Zwerg ausgestreckt liegend mit dem Kopf, mit dem Scheitel und mit den Fußspitzen jeweils die Seiten berühren würde. Aber es sind lauter kleine Kästen und Kistchen drin und an den Wänden hängen Ketten mit Juwelen, die darin eingefasst sind. Kopfputz mit Edelsteinen in unterschiedlichen Farben. Hier scheint da der erwähnte Schatz zu sein, der vermutet wurde in der Festung. Nun, aus Respekt vor der zarten Freundschaft zwischen Elben und Zwergen werde ich zu Lauriens Freude mein Bestes tun, diesen wertvollen Schatz zu sichern. Das heißt, die anderen hören auch im Hintergrund dieses Knacken und ein Schaben, als die Tür über den mit Schutt teilweise zugeworfenen Innenhof aufgezogen wird und dann das Klimpern von Kettengliedern, Steinchen, Armreifen und anderen Dingen, die hochgehoben, zusammensortiert und sorgfältig katalogisiert werden. Sehr, sehr, sehr sorgfältig. Also ich habe auch die, wenn ich sie irgendwo die Laterne hinstellen oder hinhängen kann, dann mache ich das. Und damit mir auch der Herr Laurion später nichts vorwerfen kann, werde ich auch tatsächlich mir Zeit nehmen und jedes Teil begutachten und auch festhalten, was es ist. So viel Zeit muss sein. Die anderen sind mit ihrem Schatz beschäftigt, ich mit diesem. Ins Knack drucke ich auch herum und richte mich so halb auf, bis ich höre, dass es klimpert und raschelt. Und dann sage ich, und drehe mich wieder um und kümmere mich um den Mensch. Damit ist alles gesagt. Ja. Lofa tut Lofa-Dinge. Was macht der Mensch frisch befreit? Ich war noch nicht sicher, ob du mich befreit hast oder nicht. Ich glaube, mein Gesicht lag frei, hast du zuletzt gesagt. Ja, also wir haben den Rest von dir auch auf. Es ist leicht, dich auszuwickeln. Ihr wickelt mich aus. Ich würde sagen, ich lege mich erstmal auf den Bauch, gehe auf alle Viere und übergebe mich. Das ist kein sehr schöner Anblick. Und dann richte ich mich so langsam auf. Oh,
Hab Dank. Tausend Dank. Ihr müsst aufpassen, hier ist irgendwo noch dieses Spinnenmonstrum. Das hat mich einfach von hinten überrascht und gepiekst und eingewickelt, dass das mit euch auch nicht macht. Wer Wenn du seid mich ihr? anguckst, kleben an mir noch diverse Reste von besagtem Spinnenmonstrum. Ah. Oh. Oh, ihr habt sie erwischt. Könnte man so sagen, ja. Ihr müsst große Krieger sein. Ich klopfe mir so ein bisschen in den Dreck ab und ziehe mir die Spinnweben unter dem Helm raus und halte dann Nataschas Charakter eine verschmierte, dreckige Spinnwebhand hin, die sie nicht Ergreift. ergreift. Doch, sie schaut die Hand einen Augenblick an und ergreift die Hand und wahrscheinlich helfe ich dir hoch, oder? Du bist noch am Boden. Ja, genau, du kannst mir auch Ja. helfen dabei, ja. Zieh dich Ach, noch hoch. danke. Daron, mein Name aus dem Hause Beor. Narandil. Kulris aus dem Geschlecht der Feuerwehr. Von den Blauen Und Bergen. oh. Ah. Das ist weit weg, oder? Ja, naja. Ja, Also ich ich. hätte nicht gedacht, dass ich hier nochmal freikomme. Ich war jetzt, keine Ahnung, wie lange ich hier eingesperrt war. Tage? Habt ihr vielleicht was zu trinken für mich? Oder vielleicht auch was zu Bevor, essen? also noch bevor er den Satz fertig gesprochen hat, habe ich ihm schon den Wasserschlauch gegeben. Er stürzt fast den kompletten Inhalt hinunter und hält dann erst fast vor dem Ende inne und schaut sich fragend an, ob er ihn leer machen darf. Kein Problem. Gibt er dir, wischt sich den Mund ab, gibt dir den leeren Wasserschlauch zurück. Oh, danke. Ach. Die Zwerge haben bestimmt Proviant dabei. Ja, ein paar Dinge. Können wir bestimmt teilen. Und ich packe meinen Rucksack auf und sortiere sehr vorsichtig und zucke dann mit den Schultern, du kriegst das Erstbeste. Also es ist meistens Elbenverpflegung, also Lembas und diverse Überreste von dem Heerlager mal. Ja, auch Trockenfleisch, Jagdwild. Weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass Kulris jetzt erstmal ein ganzes Käserad aus seinem Rucksack rausholt. Nein, das hätte ich natürlich mitgenommen, aber die Elben wollten leichtes Gepäck. Lofa ist zu diesem Zeitpunkt die ganzen Kistchen und Kästchen durchgegangen mit unterschiedlichen Gemmen und Schmuck und ein paar hübschen Dolchen. Ein einziges Kistchen ist verschlossen, im Gegensatz zu den Oh. anderen. Und Ja. mit Beschlägen versehen, die sowohl hübsch als auch ausgesprochen stabil sind. Nun ja, wie gesagt, ich habe vor, das gewissenhaft zu katalogisieren und ich möchte nicht nur ein Kästchen festhalten, sondern dahinter auch festhalten, was da drin ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Kästchen zu öffnen? Also, du könntest versuchen, hinten die Scharniere abzumachen. Das wäre eine Option. Du könntest versuchen, das Schloss zu knacken. Oder du könntest dir eine große Axt leihen und das Kästchen auf diese Art und Weise öffnen. Na, ich würde, ich weiß, was ich mir anhören müsste, sowohl wenn ich die Scharniere beschädige, als auch mit der Axt draufhaue. Deswegen versuche ich mich zuerst an dem Schloss. Dann gib mir mal einen Wurf auf Craft. Auf Craft, das ist schon mal nicht so schlecht. Und weil ich das unbedingt wissen will, würde ich auch noch einen Punkt Hope ausgeben. Und Und dann. Burglary ist ein distinctive Feature von mir. Ich glaube, dann darfst du den W12 auf jeden Fall zweimal würfeln. Gut, dann so können wir mal Ein Preisschild. 14. Export-Zwerge und so.
Ja, 14 ist mein Zielwert und das ist, ja, das ist dicke geschafft und da ist auch noch eine weitere 6 dabei. Mit kleinen Tropfen Öl drauf und dann klack, geht das geschmeidig auf. Also wenn man nicht will, dass jemand das aufmacht, dann muss man schon ein anderes Schloss verwenden. Es ist quasi eine Einladung gewesen, wenn wir ehrlich sind. Elbenschloss, ja. Öffnest du es? Natürlich. Also darum geht es ja. Ne? Also nur das Schloss aufzuhaben, ist die Hälfte des Weges. Ganz vorsichtig und auch schon so ein bisschen, ich lausche mit einem Ohr, die anderen sprechen gerade wahrscheinlich was über das Essen. Gut, den ersten Blick würde ich ungestört reinwerfen und ein bisschen mit die Schultern Richtung des Durchgangs drehend öffne ich das Kästchen behutsam vor meiner Brust und luke hinein. Es ist innen ausgeschlagen mit einem feinen Stoff, der so gearbeitet ist, dass er 3 Kuhlen bildet. Und in jeder Kuhle liegt ein kleiner, durchsichtiger Stein, der so geschliffen ist, dass er oben eine große Facette hat, die ja so 2-3 Daumennägel breit ist. Und du könntest schwören, dass da mehr Licht drin ist als nur das Mondlicht, das über deine Schultern, so rechts und links, ein bisschen diffus auf das Kästchen fällt. Und dann gibt es Bewegung in dem mittleren Stein. Und du kannst fast nebelhaft das Bild ausmachen von einem Boot, das so gestaltet ist, dass es wirkt wie ein Schwan, der mit halb angefalteten Flügeln auf dem Wasser liegt. Leicht auf der Dünung auf und ab schwanken, während Leute auf dem Deck hin und her schreiten. Ein Möwe fliegt imaginär durch dieses Bild dran vorbei und gischt weht. Das Boot schwankt weiterhin in ewiger Bewegung gefangen. Auf und ab, auf und ab. Und das ist nur in dieser mittleren Perle. Wie groß ist die, sagtest du? Die Edelsteine sind insgesamt etwas größer als ein Auge. Nun, jetzt spüre ich bei dem Anblick in mir schon so ein bisschen das Echo dieser Drachenkrankheit, die unser Geschlecht so manchmal heimsucht. Und dieser Anblick nimmt mich schon sehr gefangen. Und die anderen beiden Steine ignorierend, geht so meine linke Hand nach vorne, um nach diesem Stein in der Mitte zu greifen. Als deine Hand Schatten und Licht über die anderen Steine wandern lässt, siehst du im linken ebenfalls ein Bild erscheinen von hohen Bäumen mit Blättern, die golden-grün schimmern, während Licht hindurchfällt und Nebel aufsteigt. Kurz siehst du ein Reh oder einen Hirsch, einen Jungen, durch das Bild treten, den Kopf heben und dann lautlos nach links durch das bewegte Bild wieder verschwinden. Und im rechten siehst du eine Felsenklamm, würdest du sagen. Und ein warmes, goldenes Licht, das von jenseits dieser Felsenklamm fällt und wie gigantische, leuchtende Finger durch Nebel hinaus in deine Richtung greift. Ich glaube, gerade das letzte Motiv reißt mich ein bisschen aus diesem Moment wieder raus. Und meine Hand hält inne, da wo sie ist. Ich atme einmal tief durch, ziehe die Hand zurück, mache das Kästchen wieder zu. Entscheide nichts, diesem Kästchen zu entnehmen, aber sehr gut darauf aufzupassen. Mhm. Ja, das ist insgesamt so wie ein Brotlaib groß, das Kästchen, in dem diese Steine verschlossen waren. Inzwischen hat der Mensch sich hinten ein bisschen erholt, kriegt Essen überreicht, hat schon was getrunken. Narandil, ich esse auch mit. Kulris hocken, stehen, sitzen neben ihm. Was hast du eigentlich mit den restlichen Sachen gemacht? Sind die alle in irgendwelchen Säckchen, Kisten oder sonst was sortiert? Ja, genau. Das habe ich ordentlich verpackt und eingeschlagen. Also natürlich, damit die Sachen auch keinen Schaden nehmen.
Ja. Und das mal packt. Und dieses Kästchen mit den Perlen, das tue ich ganz nach unten in den Rucksack, damit es da auf jeden Fall sicher ist und keine neidischen Blicke anderer auf sich zieht. Ja, Lofer hat in Windeseile da Dinge sortiert, zusammengepackt und fängt jetzt an, die Sachen in seinen Rucksack reinzulegen. Dass dafür andere Dinge weichen müssen, scheint ihn nicht zu stören. Ich würde mal aufstehen und während Daron und Kulris essen, auch mal in diesen Raum gehen, wo Lofa katalogisiert. Ich unterhalte mich einfach mit unserem vormals eingepackten. Du hast ja gerade noch mehr Glück gehabt. Was machst du eigentlich hier? Das wollte ich ja auch gerade fragen. Ehrlich gesagt, meine Gefährten und ich haben versucht, diese Festung als Unterschlupf zu benutzen und das hat sich als ziemlich großer Fehler herausgestellt, wie ihr seht. Was macht ihr hier? Ja, wir sollten Dinge aus der Festung holen und nachgucken, ob es hier noch so gefährlich ist. Wir kommen von dem Heerlager, habt ihr von dem großen Heerlager von den Elben. Was ist denn Heerlager? Viele Leute, die sich versammeln, um Krieg zu führen. Sie wissen, glaube ich, noch nicht so genau gegen wen, aber sind auf einem guten Weg. Aber nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Gut, in welcher Richtung war das? Ja, ich sage ihm, in welche Richtung das war. Ja, du hast nach Nordosten gezeigt, glaube ich, ne? Ja, genau. Oder, Maggie? Ja. Also ja. Ich hoffe, wenn seine Orientierung funktioniert, dann hat er nach Nordosten gezeigt. Es ist ja überirdisch ein wenig schwierig, aber grob in diese Richtung. Nordosten müsste das sein, ja. Ja, und geht ihr da wieder hin oder reist ihr in eine andere Richtung weiter? Denn ich würde ehrlich gesagt lieber nach Süden weiterziehen. Was ist denn im Süden? Es weg von Angband. Ah, nein, ich würde lieber Richtung Angband ziehen, ja. Was? Also warum? Nun, es muss Krieg geführt werden. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Elben sich doch für die richtige Seite, also für die falsche Seite entscheiden. Also, versteht ihr? Also, euer akuter Auftrag war, erstmal die eine Elbe und die Schätze nach Süden zu bringen, nach Doriath, zu Thingol. Ach, richtig. das weiß ich natürlich. Fällt Kulris siedend heiß wieder ein. Er wollte so unbedingt Krieg machen, dass er seinen Auftrag vorläufig vergessen hat. Was zum Setting? Ja, also dafür bin ich ja nicht hier. Aber stimmt, ja, vorher hieß es noch, wir sollen Dinge erst abliefern und oder abholen im Süden bei den Grau-Elben. Ja, also unsere Wege würden zusammen nach Süden führen. Ja, ich wäre sehr dankbar, wenn ich mich euch anschließen dürfte, zumindest vielleicht für ein paar Tage oder je nachdem, wie weit ihr nach Süden reist. Natürlich, kein Problem. Kannst du marschieren, laufen, kämpfen, alle diese Dinge. Ja, ein wenig. Und ihr müsst wissen, ich komme aus einem Volk, das ziemlich zerstreut wurde bei der letzten großen Schlacht. Und ich habe mich jetzt jahrelang in der Wildnis durchgeschlagen. Ursprünglich war ich in Dathonion stationiert mit den Erben des Hauses Beor, aber wir wurden alle aufgerieben und ein paar meiner Gefährten haben sich dann hier in diesem Niemandsland versucht, über Wasser zu halten, aber ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Von daher, es treibt mich jetzt nicht zurück an die Front, ehrlich gesagt. Und ich habe auch keinen Lehnsherrn, dem ich in irgendeiner Form noch etwas schuldig wäre. Das tut mir ehrlich leid. Ich kann auch nicht behaupten, ich hätte eine Art Lehnsherr, nur Familienbande, die und einen Willen, der mich vorantreibt. Aber wie praktisch oder nicht, dann gehen wir in eure alte Heimat. Wir sind auf dem Weg, uns mit Thingol zu beraten. Ja, ich verstehe, das ist nicht meine alte Heimat, aber duldet Thingol tatsächlich inzwischen Außenseiter an seinem Hof? Vermutlich nicht, aber um diese technischen Angelegenheiten kümmern sich wohl die Elben, die gerade draußen sind. Ja gut, ich würde mich nicht beschweren, falls ich mit euch tatsächlich nach Doriath reisen könnte, aber
Ich halte es so unwahrscheinlich. Aber mal sehen, ich bin gespannt. Das klingt gut. Ansonsten, ja, natürlich, ich kann ein wenig kämpfen und marschieren. Ich denke, dank dieser köstlichen Speisen, die ihr mir hier geschenkt habt, kann ich mit Sicherheit die nächsten Tage durchmarschieren. Ich fürchte, ich habe alles aufgegessen, was ihr mir gegeben habt, aber hier ist euer Teller zurück. Kein Habt ihr Problem. Das Essen ist wirklich vielleicht gut. noch mehr von diesem seltsamen Elbenbrot? Ich krame irgendwo in meinem Rucksack, wird bestimmt noch was sein. Ja, bitteschön. Es macht für Brot recht satt. Aber. Ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas so Gutes gegessen zu haben. Und vor allem, ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wann ich zuletzt was gegessen habe. Nun, ich weiß nicht, wie lange ihr schon hier wart, aber das sieht wohl so aus, als wärt ihr der gewesen, der gegessen werden sollte. Ja, es war auch. Oh Gott, ich will gar nicht. Ovala, ich will gar nicht dran denken. Ich glaube, ja. Besser nicht, besser nicht. Ich habe auch einen ziemlichen Schlag auf den Schädel bekommen. Ich habe ein bisschen Sorge, diesen Helm abzunehmen. Es fühlt sich an, als würde mein Kopf auseinanderfallen, wenn ich ihn abnehme. Also, ich nehme an, ihr habt nichts dagegen, wenn ich ihn weitertrage. Nein, natürlich nicht. Ich trage ja auch meinen. Ich klopfe auf meinen Helm. Aber falls ihr euch beschwindlich fühlt oder ähnliches, ihr könnt ihn in Sicherheit abnehmen, um euch ein bisschen frische Luft zu verschaffen. Ich würde einfach mal, darf ich mir den Kopf ansehen? Denn ich kenne mich ein bisschen aus mit Kopfverletzungen. Hauptsächlich mit dem Zufügen, aber das ist ja fast das Gleiche. Wie gesagt, ich will den Helm eigentlich nicht abnehmen. Vielleicht, wenn wir irgendwo in Sicherheit sind. Ehrlich gesagt, wäre ich gerne wirklich schnell raus hier. Weil ihr habt gesagt, ihr habt, ich meine, sie klebt immer noch an eurem Wams, aber ihr habt die Spinne getötet. Aber woher wissen wir, dass es nur eine war? Wissen wir nicht. Von unten. Nur schwer hörbar über das Rauschen des Wasserfalls, der dort ja den Eingang zu dem Geheimgang verbirgt, hört ihr Laurions Stimme erschallen: Habt ihr etwas gefunden? Ich rufe zurück in Richtung von der, wo das Geräusch von katalogisierten Schätzen herkommt. Haben wir etwas gefunden? Ja, und wenn hier noch etwas sein sollte, können wir sicher sein, dass es weiß, dass wir hier sind. Ich rufe zurück: Ja, wir haben etwas gefunden. Dann lasst uns vielleicht aufbrechen. Nun gut, das ist ja auch in eurem Interesse. Meine Reisegefährten, Freunde, Anverwandten sind bestimmt gleich hier. Sind bestimmt gleich hier. Rufe ich. Ja, ich packe die letzten Sachen zusammen. Ich sagte, das eine, die eine Schatulle ist sehr tief verstaut. Die anderen Sachen, oh, habe ich so zusammengepackt, dass mir sicherlich auch noch ein Mitzwerg helfen kann. Und dann lasse ich aber trotzdem noch mal einen wehmütigen Blick über die Ruine schweifen, und frage mich so ein bisschen, ob wir wirklich alles gefunden haben. Also ja, wir haben etwas gefunden, aber ist das alles? Ich würde ihn gerne dabei unterstützen bei dem Blick in die Ruine mit den geübten Augen einer Person, die nichts Wertvolles zurücklässt. Das heißt, du würdest auch noch mal scannen? Yes. Sehr gut. Moment. Einen W6 pro ausgefüllten Dings da, ne? Und ich Essen weg und so. mache auch noch einen Wurf, oder ist das Ja, nicht notwendig? Okay. könnt beide einmachen. Dann gucken wir mal. Wow, ich habe gerade viel zu lange gebraucht, um 6 plus 9 zu rechnen. Und es muss gegen Irgendwas kam bei meine. raus.
15. Und es muss dein Zielwert im entsprechenden Attribut erreichen oder übertreffen. Er hat meinen Zielwert übertroffen. Gut. Jupp. Ja. Ich bin bei 21, das ist auch drüber. Das ist wahrscheinlich sogar ziemlich hoch drüber, so wie es klingt. Yep. Ihr findet vor allen Dingen noch einen weiteren, gut in einer Ecke verborgenen Seidensack, in dem es leise raschelt, aber nicht auf eine Art und Weise, die vielleicht einen weiteren Menschen verraten würde, sondern eher etwas, was sehr, sehr viele Beine hat, stülpt sich davon innen dagegen. Ich würde eine Packung Fantasy-Streichholz haben. Das Äquivalent zu Streichhölzern. Feuerstein und Stahl vielleicht. Ja. Ziehst den Stahlbogen. Ja, ich würd quasi zuerst noch so ein bisschen trockenes Holz, aber sehr, sehr schnell und ein bisschen eilig. Trockenes Holz, etwas Lampenöl und dann Funken drauf. Genau. Es gibt laute Knacken, platzende Geräusche und teilweise ein Brodeln in dem Feuer. Und von unten kommt ein weiterer Ruf. Was brennt dort? Also eine gute Frage. Was brennt dort? Die Nachkommen unserer toten Freundin. Oh, das ist ja ekelhaft. Dann lasst uns verschwinden. Ja, Nandil würde dann unterstützend, weil ich meine, hier Lofa? Nicht mehr. Lofa, genau, er hatte zwar gesagt, dass ein Zwerg ihn unterstützen könnte, aber Narendil in ihrer ganzen weiblich-menschlichen Wut kann natürlich auch die Stärke eines Zwerges imitieren und würde ihn dabei unterstützen, die Schätze nach draußen zu tragen. Mir geht es da weniger um die Stärke, sondern eher um die Unbedarftheit kurzlebiger Völker. Das ist schließlich ein Schatz unserer elbischen Freunde. Da will ich eher doch dem Zwerg vertrauen und dir eher anvertrauen auf das. Wie war sein Name? Daron. Acht zu geben, dass er nicht nochmal in irgendeinen Seidensack fällt. Dann entschuldige ich mich kurz und neige mich zu Daron. Ich bin gleich wieder da. Was machen die denn so lange? Und dann stehe ich auf und gehe mal nach da hinten. Ja, die diskutieren gerade über den vollgepackten Rucksack. Du hast das Gefühl, dass Lofer Narendil möglicherweise gerade beleidigt hat, denn ihre Augen funkeln. Da Lofa ja eigentlich auch nicht so gerne viele Worte sagt, ist das wahrscheinlich eher ein stummer Streit, der ausgefochten wird. Narendil mit funkendem Blick und ausgestreckter Hand und Lofa mit funkelnden Blick und versteinerter Miene und beide Hände auf die Schätze drauf. Also das ist so ein unausgesprochener Graben zwischen den beiden. Und darüber sprühen die Funken. Mhm. Wer zuerst blinzelt, hat verloren. Genau. Und hinter euch blubbert der Überrest von dem Spinnennest. Wunderbar. Mit so einem faltet sich ein einzelnes Spinnenbein noch aus dem heiß kochend Dampf entweicht. Das tut mir hier, wir müssen los. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ich nehme an Daron, weiß nichts von irgendwelchen Schätzen, die versteckt sind, weil da gar nicht so viel Zeit hier raus ist. So weit ist er nicht gekommen, ja. Ja. Daron ist der größte Schatz, der hier versteckt war. Oh. Am Ende werdet ihr feststellen, dass der Schatz nicht das Gold war. Ich nehme in Kauf, dass ich das Falsche trage. Können wir oder hast du alles aufgenommen? Ich könnte deine Hilfe beim Tragen gebrauchen. Und dann ganz demonstrativ
keinen Blick von Nahandil abwendend, reiche ich dir halt einen Teil dessen rüber. Ja, dann sag das doch. Und ich nehme, die, was auch immer du mir für eine Tasche reichst, und werfe sie über die Schulter. Können wir dann, oder können wir dann gehen? Die Elben werden ungeduldig. Ich meine das ernst. Dann Narandil steckt ihre, welche auch immer, Waffe wieder ein und oh, ich hatte gerade so ein gutes Comeback. Es wird dir in fünf Minuten wieder einfallen, wie probably meistens solche Dinge. Ja. Und verlässt den Raum. Ja, ihr müsst teils über, teils unter der Leiche der riesigen Spinne entlang kraxeln, um wieder zu der Treppe zu kommen, mit der ihr ursprünglich die Burg erreicht habt. Falls ihr nicht das Vordertor aufstemmen und die vielen Spinnenweben dort auseinanderzerren wollt, um den anderen Weg zu nehmen. Habt ihr vielleicht eine Waffe für mich? Also ein Schwert wäre bevorzugt. Ich nehme auch alles andere, aber ich fühle mich sehr schutzlos gerade. Liegt irgendwo am Boden ein Schwert rum, was ich ihm geben kann? Ihr erinnert euch vage, dass teilweise Waffen und Überreste von Waffen in die Falltür der Spinne mit eingearbeitet waren. Offensichtlich hat sie harte und stachelige Gegenstände, die sie ihrem Essen abgenommen hat, dort mit eingearbeitet. Würde versuchen, eine zu finden und sie mit der Axt frei zu hacken. Ja, das ist ein bisschen umständlich, aber du kriegst ein Schwert freigearbeitet. Ist das ein hübsches Schwert? Das ist ein pragmatisches Schwert. Okay. Das passt dann besser geht's zu mir als ein hübsches Schwert. Ja. Bitte, es ist nicht besonders sauber. Das nicht. Ist in Ordnung, das bin ich auch nicht. Vielen Dank. Ich auch nicht. Ich versuche es so ein bisschen in dem Enggang damit zu hantieren, ob das passt. Aber ja, ich klammere mich dran fest. Vorsicht! Mach deine Übungen draußen. Ja. Die Wendetreppe führt abwärts bis zu der verborgenen Tür, die aber jetzt offen ist, hinter dem Wasserfall. Und als ihr hinter dem hervorkommt, seht ihr Lumiel und Laurion, die dort stehen, im Mondlicht, hochgewachsen, mit missbilligenden Mienen und die Pferde an den Zügeln. Geht's den Pferden nicht gut? Oh nein, den Pferden geht es gut, sagt Laurion. Habt ihr etwas gefunden? Oder war dies vergebene Lebensmühe? Es sind denn die beiden? Und wer ist er? Nun, dies ist Laurion. Laurion aus dem Hause Maglos. Sagt Narandil und schaut Laurion dabei, schaut Lumiel dabei sehr lange an. So. Und Lumiel, dies ist Lumiel. Lumiel legt den Kopf leicht schräg. Ich bin Lumiel und ich soll wohl vom Hofe Thingold sein, aber mein Gedächtnis hat mich verlassen. Sollte ich euch eigentlich kennen, hoffe ich, dass ihr mir meine Unhöflichkeit verzeiht, euren Namen nicht zu wissen. Sie macht eine theatralische Verbeugung und sagt, Narandil, zu Diensten. Hm. Und dies, und sie deutet auf Daron, ist Daron, und er hat mir vorhin auch gesagt, aus welchem Haus er kommt. Aus dem Hause Beor, und ich kenne niemanden von euch. Ich habe niemanden von euch jemals gesehen, aber ich bin sehr froh, dass ich euch hier sehe. Und ich finde, wir sollten hier verschwinden. Auch das halte ich für eine gute Idee. Nun, jemand wird sich ein Pferd teilen müssen. Sogar Lofa und ich gucken uns so an. Zwei Leute werden sich ein Pferd teilen müssen. Dann nun, wir mit Vieren aufbrachen und nun zwei Leute wieder dazugekommen sind. Das... Ich und Lumiel okay, werden uns alles teilen. Ja, ich hätte fast gesagt, es wäre vielleicht sinnvoller, wenn jeder Elb einen Menschen mitnimmt. So von der Gewichtsverteilung. Die Elben haben offensichtlich ihre eigene Entscheidung getroffen. Okay, gut. Yeah. Dann du musst wissen, Herr Laurion hat es nicht so mit dem Laufen.
Dann springt Narandil auf das nächste Pferd und bietet Daron die Hand an, dass er sich hinter sie auf das Pferd setzen kann. Das nimmt er natürlich sofort an. Das arme Pferd! Mann! Und dann die Zwerge jeweils einzeln, aber mit schwerem Gepäck. Mit schwerem Gepäck. Es ist uns zwei Elben, zwei Menschen und jeweils ein Zwerg mit Schürzen. Ich nehme auch an, die Pferde, die uns dann tragen, haben uns sehr erleichtert angeguckt, als sie festgestellt haben, dass wir nicht zusammen aussehen. Kann das nicht so gut darstellen, aber Daron ist ziemlich ausgemergelt. Ja, der legt nicht sehr viel Gewicht mit auf den Rücken des Pferdes. Außerdem sind es ja tatsächlich ausgesprochen gute Schlachtrösser, die ihr vom Hof Maglors mitgenommen habt. Ihr legt noch einen 2-Stunden-Strecke zurück, weg von der Festung, bevor ihr einen guten Platz zum Lagern findet. Bald gibt es ein kleines Feuerchen, über dem Wasser erhitzt wird. Und nachdem alles abgeladen ist, die Pferde versorgt sind, setzt sich Laurion neben das Feuer und winkt allen, sich zu versammeln, und sagt: Gut, ich habe diese Frage schon zweimal gestellt und ich denke, langsam könnte man sie beantworten. Habt ihr etwas gefunden in der Festung, abgesehen von einem dünnen Menschen? Ich habe genickt. Ist vielleicht untergegangen. Ja, wir haben Dinge gefunden. Und dann lege ich die... Also gebe ich halt auch doofer sei schon, Lobach bin ich, Kulres. Kulres das Zeichen, den Rest des Gepäcks zu bringen. Und ich weiten das aus. Ich fachmännisch hole ich jedes Teil hervor und wiederhole, wie ich es beurteilt habe, als ich das erste Mal es bewertet habe. Und gehe alles von der Liste durch. Vergesse aber vielleicht etwas zu erwähnen, was ich gar nicht auf die Liste draufgeschrieben habe, was ich in meinen Rucksack tief vergraben habe, weil es ist nicht so, dass ich das unbedingt vor Laurion und Lumiel verheimlichen möchte, ganz hätte ich auch nicht vor Kulris, aber dieser Daron, ich weiß nicht so genau, und es ist ja schon ein sehr wichtiger Schatz. Na, ist besser, wenn ich den erstmal tief in meiner Obhut belasse. Was in eurer Obhut belasst? Nein, das sage ich nicht. Das ist so mein inneres mein innerer Gedanke dazu. Ja, sehr lange in seine Tasche gucken, ab und zu wandert vielleicht mal ein Blick rüber zu der Tasche in einem unbedachten Moment. Oder von mir unbedachten Moment. Aber ich kümmere mich wirklich sehr sorgfältig um all die anderen Schätze und erkläre, in welchem Zustand ich sie gefunden habe, warum ich sie wie verpackt habe. Kann vielleicht auch eine Beurteilung darüber geben, was die Herkunft angeht, soweit ich mich auskenne. Und gehe das so Stück für Stück durch. Ja, das sind Narandil alles hübsche Gems. Narandil toucht den einen oder anderen Schatz an, einfach nur um Lofa und Laurion zu ärgern. Laurion wirkt weniger verärgert, sondern mehr ein wenig enttäuscht. Ich weiß nicht, ob wir damit einen König von Doriath beeindrucken können. Insofern war es vielleicht vergebens. Warum nicht? Ist doch schönes Zeug. Ja, es ist Gold und Gemmen von schönem Schnitt, Farbe und Reinheit. Gut gearbeitet, aber all dies und mehr wird er selbst besitzen. Es ist nichts Unbezahlbares dabei. Ja, nichts Einzigartiges. Kriege ich das denn mit, dass Sie dieses Gespräch führen und sich hier Schätze angucken? Ja. Ihr wollt euch damit den Zutritt zum Elbenkönigreich erkaufen? Nein, wir wollen handeln. Wir wollen Thingol milde stimmen. Das ist doch so ähnlich. Wir kriegen was dafür. Für die Verhandlungen, die anstehen. Ich wollte schon fragen. Ich dachte, Zwerge gingen eh frei ein und aus in Doriath. Ja. Seine Stadt wurde von Zwergen erbaut. Gemeinsam mit den Zwergen. Menegroth, die 1000 Höhlen. Ich nehme nicht an, dass ihr dort in irgendeiner Form beteiligt wart. Nicht, dass ich wüsste. Nein.
Also, das klingt aber gut. Ihr kennt alle irgendwie so um zwei Ecken eine Person, die da irgendwann mal dran beteiligt war, aber ihr selber nicht mehr. Klar, Cousin dritten Grades erzählt jedes Mal, wenn Clan-Treffen sind. Ja. Aber, und der hat es aber eigentlich auch nur von seinem Onkel gehört, aber es ist eine andere Geschichte. Und dessen Vater hat damit gearbeitet, aber ich war noch nie dort. Ich auch nicht, nein. Und ihr habt gründlich gesucht? Jetzt werfe ich ihm einen Blick zu, als wolle er mich zutiefst beleidigen. Hm. Kann ich? Also, wenn ich. Möchtest du feststellen, ob die Zwerge was verheimlichen? Also, ich möchte nicht dieses ich will auf einzig auf Inside würfeln, sondern weil Michael es vorhin ja gesagt hat, dass Lofer immer wieder mal in seinen Rucksack guckt. Ja, also er scheint einfach nur besorgt zu sein um irgendetwas in seinem Rucksack oder sich da. Und vorhin wollte er ja auch auf gar keinen Fall, dass ich in die Nähe, also dass ich die Schätze nehme. Es geht so, ich möchte einfach nur abschätzen, ob ich. Ich möchte gerne wissen, ob ich das Gefühl habe, als hätte Laurion noch was Spezielles erwartet, was er uns nicht sagt. Laurion weiß nicht, was er erwartet hat, aber er hat auf etwas anderes gehofft, offensichtlich, nachdem ihn Maglor dort persönlich hingeschickt hat und Maedros. Und genau, also falls sich Lofa in irgendeiner Form verdächtig verhält, würde ich das gerne. Weiß nicht, wahrscheinlich schläft er heute Nacht mit dem Kopf auf seinem Rucksack. Also. Also ich denke schon, dass es zumindest für Daron nicht, dafür kämen wir uns zu kurz, ne? Aber wir anderen sind ja schon mal ein bisschen durch die Gegend gewesen. Also es ist schon so, dass dann und wann, und das ist eher so ein unbewusster Vorgang, ne? Dass sich so ein bisschen der Kopf rumdreht und wenn Lofa gerade nicht direkt angesprochen wird oder andere sich unterhalten, dass immer wieder der Blick zu dem Rucksack wandert und es sich so Stückchen für Stückchen, ne, wie sich so Zwerge bewegen können, sich ganz langsam die Distanz zwischen ihm und dem Rucksack verringert. Ja, so eine Kontinentalverschiebungsbewegung. Kaum merkbar, ja. Aber wenn man hinschaut nach längere Zeit, ist er immer wieder näher dran. Die Elben, das übliche Teilen ein, wer noch Wache hält, ein ganz normaler Lagerabend, nur mit einem zusätzlichen Menschen, der aber versorgt wird und Essen bekommt. Und solange niemand in der Nacht irgendwas machen will, würdet ihr dann am nächsten Tag zur Reise aufbrechen. Doch, ich würde doch gerne irgendwann zwischendurch mich mal an Kulres wenden. Dem einzigen anderen Zwergen hier, dem ich vertraue. Mhm. Ziehst du ihn also ein bisschen beiseite? Oder? Mhm. Ich mit meinem Rucksack, der dabei ist. Mhm. Wir hätten vielleicht doch nach einer Waffenkammer oder etwas Ähnliches Ausschau halten sollen. Ich habe was gefunden, aber ich weiß nicht. Was denkst du über diesen Daron? Das ist nicht ein bisschen merkwürdig, dass Nadir plötzlich jetzt auftaucht, kurz bevor wir die Schätze finden? Ich finde in etwa alles an Nadir merkwürdig, das hat sich aber nicht geändert. Und ich nehme an, das ist ein großer Teil davon, warum sie noch lebt. Und das Spinnenfutter? Daron hat ungefähr die Statur von einer meiner geflochtenen Haarsträhnen. Ich hätte auf jeden Fall sehr lange hungern müssen dafür, um so auszusehen. Nehme ich an. Aber wer weiß. Es wäre aber ja äußerst ungut, wenn wir mit. Also wir haben ja nicht leere Hände, aber Laurion sind die Hände wohl nicht voll genug und dann müssen wir wieder hin und wieder her und wieder reden und wieder hin und wieder her. Ja, ich denke, du hast recht, aber ich würde noch ein bisschen warten. Ich denke,
Dieser Schatz ist bei uns sicher für den Rest der Reise. Wenn du dich einfach mit Laurian so unterhältst, mit dem sind wir immerhin schon einige Wochen unterwegs. Scheint für einen Elb vernünftig zu sein. Ich werde morgen auf unserer Reise eine Gelegenheit abgreifen. Das klingt nach einer guten Idee. Ich würde in der Nacht auch gerne was machen. Und zwar hatten wir ja vorhin darüber gesprochen, dass Daron seinen Helm nicht abnehmen möchte, solange wir noch in Gefahr sind. Empfindet er denn jetzt dieses Lager als sicher genug, dass man sich mal angucken könnte, ob er einen Schädelbasisbruch hat oder nicht? Fragst du ihn das? Also, Ja, also ich weil würde ihn er nimmt fragen. seinen Helm erstmal nicht ab. Okay, dann würde ich vielleicht tatsächlich mit etwas Verbandsmaterial und ich schätze mal, dass wir irgendwo in der Nähe von Wasser gelagert haben, dass sich Daron vielleicht mal die ganze Spinnenseide noch abwaschen kann, Ja, das ist eine gute Idee. Ja, zu ihm kommen. ihr habt tatsächlich einen kleinen Wasserlauf in der Nähe. Der ist zwar eiskalt, aber sauber wird man trotzdem. Nun, Daron. Fühlt ihr euch nun gut genug, um den Helm abzunehmen, damit wir mal sehen Ja. können, was von eurem Schädel noch übrig ist? Es hat ja keinen Sinn, das hinauszuzögern, nicht wahr? Ja, versuchen wir es doch. Ja, also er nimmt den Helm vorsichtig ab. Und dann siehst du tatsächlich, dass er eine große kahle Stelle am Schädel hat, wo Knochenplatten mit einer rostigen Eisenbalken und Nägeln wieder zusammengehämmert wurden. So wie man es vielleicht bei Orks sehen würde, die verletzt waren. Ja, und fällt irgendwas raus? Es sieht nach sehr rudimentärer Heilkunst aus, aber es scheint alles noch dort zu sein, wo es beim letzten Mal hingepackt wurde. Ja, das sieht wahrscheinlich ziemlich krude aus, ich weiß, aber wir hatten nicht die Mittel, uns besser zu versorgen in all den Jahren in der Wildnis. Das schmerzt aber schon. Ja, da fängt er an, sich im Bach zu waschen. Während er sich wäscht, würde ich ein paar Kräuter vorbereiten, um ihm ein sehr grundlegendes Schmerzmittel zusammenzubrauen, was ihn nicht komplett ausnockt. So diese typische Kriegsmedizin. Ja, also du kannst auch gerne mal einen Wurf auf Heilung machen. Ja, 18. Das Mein klingt gut. Zielwert, ja, mein Zielwert ist sehr viel niedriger. Ja. Die Wunde ist dann relativ bald gereinigt und welcher Schmerz auch immer vielleicht noch damit einherging, ist gelindert und insgesamt fühlt Daron sich entspannter, von Schmerz befreit, generell auch von irgendwelchen Verspannungen, die möglicherweise damit einhergehen, wenn man länger in dem Speisesack einer Spinne eingewoben ist. Speisesack. Ja, ich gebe das dann runter, diesen Kräutersud oder was du mir da präsentierst. Oh, das tut wirklich gut. Hab Dank. Wo habt ihr das denn gelernt? Nur auf dem Weg. Na gut. Bin gespannt, was ihr noch auf dem Weg gelernt habt. Und ich bin gespannt, was wir auf dem Weg noch lernen werden. Meint Der ihr? Weg. Oh, Entschuldigung. Ja, nicht so wichtig. Mach ruhig. Der Weg. Wenn sonst nichts irgendwie groß weiter passiert, waren die Zwerge mit ihrem Gespräch fertig? Ist da eine Entscheidung gefallen? Ja, also es bleibt erstmal im Rucksack und ich sage mir, dass ich auf eine gute Gelegenheit warte, mich Laurion mitzuteilen. Aber, also ich nehme an, dass du es jetzt mir nicht zeigen willst, aber sag mir Bescheid.
Wir möchten. Das werde ich machen. Interessiert mich doch sehr, was du gefunden hast. Ihr tretet die Reise danach nach Doriath an, was ein paar Tage von hier aus südlich oder ein paar Tage mehr von hier aus südlich liegen sollte. Wer möchte denn erkunden? Wer möchte Ausschau halten nach Gefahren? Und wer möchte sich der Suche nach Essen oder Jagdwild widmen in der Gruppe? Ich möchte erkunden, bitte. Was sind die Skills, die in Frage kommen dafür? Erkunden ist Explore, Lookout ist Awareness und ja, also Jagen ist Hunting. Und jemand müsste auch noch einen Wurf auf Travel ablegen und die Route festlegen. Den ja, dann würde ich viel sehr gern. Ah, okay. Also ich könnte Travel und Explore beitragen, den Rest wollt ihr nicht. Ich kann Travel und Awareness beitragen. Ja, gut. Dann fangen wir doch mal. Entschuldigung. Ich bin besser in Hunting als in Explore, aber ich bin in beidem gut. Dann bist du die Jägerin. Und was macht Daron? Nichts. Er ist nichts davon wahrscheinlich besser als einer der Anwesenden. Er kann ganz gut schleichen. Er verhält sich unauffällig. Aber dann müssen wir zumindest, haben wir für jede Kategorie zumindest eine Person. Dann den Reisenwurf bitte, den Travelwurf. Okay. Das ist bestimmt, ob euch noch etwas zustößt, bevor ihr die Grenze von Doriath erreicht. Ich übernehmen und habe das. Ach. Okay. Oh, sorry. Das warst du. Nee, es war jetzt. Dann machst du Travel, ich mache Explore. So rum? Okay, alles klar. Ja. Also, den habe ich sehr locker geschafft und habe eine Tengwar-Rune übrig. Gut, dann habt ihr tatsächlich eine ungestörte Reise nach Süden. Ihr findet immer rechtzeitig noch einen Ort, an dem ihr rasten könnt, kommt aus dem Vorgebirge heraus und haltet euch dann mehr oder weniger direkt südlich von dort aus, wo ihr wart. Überquert, ihr kommt jetzt aus dem Gebirge des Himring und ihr quert die Region, die als Himlad bekannt ist, ein bisschen südwestlich, bis ihr einen weiteren Fluss überschreitet. Eine Furt erlaubt euch dort mit Pferden und Gepäck relativ gemütlich herüberzukommen. Das Wasser fließt nicht zu schnell. Und ihr könnt den Wald schon als eine dunkle Linie ausmachen, die dann Stück für Stück näher rückt über das ansonsten nur mit Gräsern und recht niedrigen Büschen bewachsene Land. Aber als ihr euch dem Waldrand nähert, ist es irgendwie ein bisschen seltsam, fast wie so ein Flirren in der Luft, wie wenn die Sonne den Wind über dem Boden erhitzt und dann die Sicht wie durch Quecksilber auf einmal schimmert oder wabert wie durch Dampf. Der Wald ist mal näher, mal weiter entfernt. Ihr hört Vogelgesang und könntet fast schwören, dass es, obwohl es Tag ist, die Stimme einer Nachtigall ist, die ihr hören könnt, die mit einem Glucksen und Trillern die Tonleitern sich hinauf und hinabarbeitet. Und es duftet nach Blüten und Honig. Und plötzlich seid ihr unter den Ästen, die leise im Wind rauschen. Und seid euch gar nicht sicher, wie lange ihr schon in dem Wald seid. Ich schüttel mal an Lofa. Ich will jetzt nicht dich beängstigen oder so, aber vielleicht war das mit der Spinne doch schlimmer, als ich dachte. Ich sehe nicht mehr so klar. Da bist du nicht alleine. Irgendein elbischer Zauber befällt uns hier. Was machen denn die beiden Elben? Laurion und Lumiel. Die wirken auch ähnlich verwirrt, aber Laurion wischt sich mit dem Handrücken über die Augen und sagt, die Frau des Thingol, Melian, ist eine mächtige Magierin. Ah. Sie ist eine Maia, ein Wesen,
des Lichts. Anders noch als Elben. Sie hat einen Schutz um diesen Wald gelegt. Alle fernzuhalten, die nicht willkommen sind. Aber eigentlich, in dem Moment treten mehrere Elben aus dem Wald hervor und stehen vor euch auf dem Weg, den ihr zuletzt genommen habt, mit einer Nonchalance, so als würden sie da schon eine Weile für eine Verabredung warten. Gekleidet in hochgeschlitzte, aber lange grüne Gewänder, die mit Symbolen, Tieren und Formen des Waldes bestickt sind und sich dadurch hervorragend vor dem saftigen grünen Hintergrund fast so ein bisschen verschwimmen in ihren Umrissen. Die vorderste Elbleik neigt leicht den Kopf, sagt: Freunde aus den blauen Bergen. Ich verneige mich auch. Das sieht wahrscheinlich sehr lustig aus mit der Rüstung. Aber ich mich ebenfalls. Ihr seid uns willkommen in Doriath, in dem Reich des Eru-Thingol. Ihr anderen jedoch, verbirgt ihr euch für sie? Nun ja. Mit dem Elb, und ich zeige auf Larion, reisen wir schon eine Weile. Und er verbirgt sich wohl für die andere. Ein Elb tritt vor. Lumiel? Ihr bringt einer der unseren heim? Ja, natürlich. Sie tauschen Blicke untereinander aus, die offensichtlich sehr viel Kommunikationsarbeit leisten müssen. Und dann winken sich: Folgt uns. Wenn ihr den Blick zu uns nicht verliert, wird der Zauber auf euch nicht wirken. Nun denn, dann sollten wir den Blick nicht verlieren. Ziemlich stark. Daran noch da? Ich trete nicht bisschen. Ich bin noch da. Ich versuche, an euch dran zu kleben. Ja. Sehr gut. Nicht den Blick verlieren. Ganz wichtig. Ich hab's verstanden. Nicht blinzeln. Muss immer mindestens einer die Elben sehen. Ihr kommt, das ist sehr seltsam und sehr gruselig, Nico. Bitte lass das. Don't die Hand muss immer in Augenhöhe sein. Relativ schnell seid ihr auf einer Lichtung angekommen, wo die Elben auch Pferde stehen haben. Und sie versuchen immer wieder das Gespräch mit Lumiel zu finden. Und erinnerst du dich nicht an uns? Und wo sie weiter immer nur zugeben kann, dass sie nicht weiß, wer sie sind. Und dann reitet ihr durch das Herz des Waldlandes, das auch nicht nur Wald ist, sondern in weiten Teilen auch mit ausgesprochen saftig grünen Wiesen, die übersät sind mit Wildblumen aufwarten kann, wo man deutlich schneller zu Fuß oder zu Pferd unterwegs ist als im dichten Wald. Bis später am Tag ihr eine Brücke quert über einen tiefen und an dieser Stelle auch dunkel dahin fließenden Fluss. Und auf der anderen Seite ist eine Öffnung hoch wie mehrere Tore übereinander und mit einem kunstvoll gestalteten Rahmen, der zahlreiche Figuren zeigt, die mit Tieren, mit Blättern und dem Licht der Sonne und des Mondes interagieren. Ein Fries, das in den Fels gehauen ist einfach. Und dort führt der Weg in den Fels hinein. Willkommen in Menegroth, ruft einer von euren Führern. Über das Rauschen des Flusses hinweg. Es stehen hier Leute, die euch die Pferde abnehmen. Und nach einigem Getuschel und hin und her ist euch offensichtlich erlaubt, mit der Begleitung diese Stadt auch zu betreten. Es sei denn, dass ihr euch dem Ganzen verwehren wollt. Ich komme gar nicht schnell genug unter Tage. Ja. Und mit, also staunend und gucke mir alles an und die Höhlen und wunderbar. Endlich. Ja, ist vielleicht das erste Mal, dass ihr Lofa lächeln seht. Sein Bart nimmt eine seltsame Form an. Das kann der? Kräuselt sich so ein bisschen was seitlich nach oben.
Ja, meisterhaft wurde hier mit dem Gestein gearbeitet. Nicht gegen das Gestein, sondern durch Einbeziehen seiner Schichten und seiner natürlichen Verwerfungen, dass die Quarzadern, auf die man gestoßen ist, in ihrer natürlichen Schönheit schimmern können im Licht von zahlreichen Lampen, die fein geschmiedet von der Decke herabhängen oder auf Treppenstürzen stehen. Es ist dort, wo es möglich ist, symmetrisch, aber dort, wo der Feld sich anders entschieden hat, trotzdem ausgewogen, aber dann den natürlichen Formen folgend. Eine Reihe von Höhlen, von hohen Hallen, von Treppen, die hinauf und hinab in die Tiefe führen, von langen Galerien, die vor Flüstern hallend in die Dunkelheit hineinführen, eine Vertiefung, in der eine Lampe, ein Pokal, irgendetwas anderes, das es auszustellen gibt, nach der anderen angebracht wurde. Es geht tiefer hinein, bis ihr in eine Halle kommt, die von Lampen, aber auch von durch Spiegeln hin und her geworfenes Licht, das von außerhalb der Höhlen stammt, erhellt wird. Und am Ende dieser langen Halle, die von hohen, an Bäume erinnernden Säulen getragen wird, sitzt ein hochgewachsener Mann auf einem steinernen Thron zur Seite geneigt, zu einem weiteren ähnlich elegant gestalteten Stuhl, auf dem eine Frau mit hell schimmernden Augen und langem Haar sitzt. Der Mann hat dunkles Haar und auch dunkle, stechende Augen, graue Augen, also so irgendwo zwischen grau und braun, und macht eine Geste, dass ihr näher kommen sollt. Ich auch? Du scheinst von allen Anwesenden hier als Teil der Gruppe gerechnet zu werden. Oh, gut, ich weiß nicht, wie mir geschieht, aber ich gehe dann mit, ja. Ich würde irgendwo auf dem Weg Lofa so auf die Schulter klopfen mit so einer schweren, bepanzerten Hand. Wunderschön hier, oder? Hätten wir wirklich. Unbeschreiblich schön. Ja. Es hat bestimmt noch nie ein Mensch diese Hallen betreten, oder, Narandil? So würde ich es jetzt nicht sagen, aber es ist bestimmt eine ganze Weile her. Elbische Gesichter schauen euch entgegen, einige von denen reden auch untereinander, bis ihr recht nahe an dem König seid, relativ offensichtlich dem König, der dann die Geste macht, dass ihr nah genug seid, so 4-5 Schritte entfernt. Ich bin Eru Thingol. Willkommen, Freunde aus den blauen Bergen in Menegroth, den 100 Höhlen, der Meisterschaft und dem größten Juwel, das ihr und die meinen zusammen geschaffen haben. Willkommen auch die anderen. Einige Gesichter erkenne ich wieder aus dem Kampf um den Wolf. Andere sind mir neu, aber ich bin neugierig. Und nein, ihr seid nicht die ersten Menschen, die diese Hallen betreten. Und ich frage mich, ob ihr ähnlich schicksalsträchtige Dinge verkündet durch eure Anwesenheit wie der Letzte, der vor mich trat. Ich kann nicht für die Menschen sprechen. Und ich weiß nicht, ob ich schicksalshafte Worte verkünden kann, aber wir kommen nicht ohne Geschenk in diese Hallen. Und ich denke mal auch gerührt von der ganzen Schönheit und der zwergischen Handwerkskunst, die mich umgibt, fällt innerlich diese Drachenkrankheit vor mir ab, die mich befallen hat. Und ich mache, obwohl er gesagt hat, bis hierhin ist weiter noch einen Schritt vor. Und bei diesem Schritt vor nehme ich den Rucksack ab, den ich auf meinem Rücken trage. Da hatte ich vielleicht ein bisschen, wo ich immer noch, den ich festgehalten habe. Lass ihn vor die Füße fallen, mach ihn auf, schütte irgendwie alles aus, was drin ist. Kann es gar nicht schnell genug. Ja, zwei elbische Leibwächter treten vor, die Hände schon an ihren Kurzschwertern an den Hüften, als du anfängst, wild Sachen hervorzukramen. Ja, und alles spielt keine Rolle. Ich werfe das links und rechts über die Schulter und ich hebe dann mit so zärtlicher Vorsicht die Schatulle hoch, raus aus dem Sack, schiebe mit den Füßen den Sack zur Seite, gehe wieder auf die Knie, stelle die Truhe vor mir ab
und sage, dies haben wir geborgen, um die Schönheit dieses Ortes zu mehren, und dann in Richtung zu dem König. Ich öffne ich ebenso behutsam den Deckel der Truhe. Du hörst hinter dir Laurion leise zischen. Wo kommt das jetzt her? Ich zuck nur mit den Schultern. Unschuldig, unschuldsbewusst, wie auch immer man das sagt. Einer von den Wachen tritt vor, nimmt das Kästchen und trägt es zu seinem König, der hineinspäht, eine Hand nachdenklich an seinen Kinn gehoben. Steine, die Bilder in sich tragen. Steine, in denen man das Segensreich sieht. Das ist ein großes Geschenk. Nicht viele gibt es davon. Aber warum überbringt ihr mir das? Was ist die Bitte? Was ist die Hoffnung, die ihr vor meinen Thron tragt? Ich habe anscheinend alle Worte aufgebraucht. Es geht euch. Gucke Laurion so ein bisschen erwartungsvoll an und gucke von Laurion. Ja, als der ansetzen will zu einer Rede, senkt Thingol euch den Kopf. Es geht um das Kleinod, um den Silmaril, nicht wahr? Um den schönen Stein, jawohl. Er befindet sich in meinen Hallen und das Licht, das in ihm wohnt, erleichtert die Sehnsucht meiner Frau nach dem Segensreich. Ich bin nicht gewillt, ihn einfach so herzugeben. Ja, das wäre ja nicht einfach so, sondern wir tauschen einen Handel. Die Steine mit den Bildern gegen den Stein, und es wird kein Krieg geführt. Also doch ein Krieg geführt. Ein Krieg geführt. Nicht zwei. Thingol steht auf und schreitet nach einem kurzen Blick zu seiner Frau, die nur mit einem sachten Lächeln leicht den Kopf schüttelt, vor und fängt so eine langsame Runde um eure Gruppe an. Während sein reich bestickter grauer Mantel hinter ihm herschleift mit einem Wispern. Also schicken mir die Söhne Feanors eine wild zusammengewürfelte Gruppe, um mich zu bitten, das Kleinod wiederherzugeben und mich einem Krieg anzuschließen, dem ich mich schon einmal verweigert habe. Ihr seid also Teil der Dreingabe, um mich umzustimmen. Wir sind nicht so wild zusammengewürfelt, wie wir aussehen. Lofa und ich sind über viele Ecken, aber gewissermaßen verwandt. Nun ja, wir sind nicht aus dem gleichen Geschlecht. Aber wir kennen uns schon sehr lang. Gelobt sei dann die Aufmerksamkeit der Söhne Fichernos, dass sie zumindest zwei Zwerge, die vage miteinander in Bekanntschaft verbunden sind, mitgeschickt hat. Was machen die Menschen hier unter euch? Sind sie auch aus dem Kriegslager? Der Noldor? Dürfen wir sprechen, Euer Majestät? Ja, ich habe eine Frage an euch gerichtet. Diese edlen Krieger haben mich gerettet vor einer abscheulichen Spinne, und ich bin aus keinem Kriegslager der Noldor. Im Gegenteil, ich möchte mit dem Krieg nichts zu tun haben. Genau wie die Elben und Zwerge, die hier wohnen. Deswegen möchte ich euch vielleicht um Unterschlupf in euren Hallen bitten. Hoher Herr? Wir machen es uns nicht zur Gewohnheit, in Duriath dahergelaufene Menschen aufzunehmen, was auch immer meine Tochter heutzutage behaupten mag. Ich fühle mich persönlich beleidigt.
Ich überlege die ganze Zeit, was Narendil. Ich glaube, Narendil hat das Gefühl, hier überhaupt nichts verloren zu haben. Deswegen ist es gerade so. Situation gerade ein bisschen schwierig. Als die Welt noch jünger war, war ich einer, der dem Segensreich entsagen konnte, obwohl ich es mit eigenen Augen gesehen hatte. Ich bin nicht leicht zu locken oder zu überreden. Aber ich könnte vielleicht gestimmt werden, zumindest die Forderungen der Söhne Feanors anzuhören und vielleicht Unterstützung zu leisten in dem närrischen Kampf, den sie anstreben, wenn ihr mir zu Diensten seid. Als ein Zeichen guten Willens. Er hat seine Runde um euch inzwischen vollendet und geht langsam zu seinem Thron zurück. Was würde das beinhalten? Diese Steine. Sie werden wohl bis zum Ende dieser Welt das Letzte sein, was ich von Amman, was ich vom Segensreich sehen werde. Und meine geliebte Melian. Ich weiß, dass zwei der Söhne Feanors mehr davon besitzen. Bringt sie mir doch bitte. Also. Nun. Gut. Ja. Wenn das der Preis ist. Kurofin und Kelegorn, die schon mehrfach meinen Unmut auf sich gezogen haben, haben sie meiner Tochter nachgestellt und versucht, sie gefangen zu nehmen. Sie haben diese Steine in ihrem Besitz. Nur zum Verständnis, Euer Hoheit. Ist das der Preis für eure Unterstützung im Krieg oder der Preis für das Kleinod? Das ist der Preis für meine Unterstützung im Krieg. Das Kleinod bekommt ihr nicht. Und wenn Maedhros selbst hier von mir auf die Knie fällt. Seht es als Zeichen meines guten Willens und als Dank, dass ihr Lumiel gefunden habt und mir dieses wirklich große und schöne Geschenk gebracht, das ich euch willkommen heiße. Ihr seid Gäste in Menegroth. Ihr werdet Speisen und Essen und Ruhe finden. Ihr werdet mit allem versorgt sein, was euer Herz begehren mag, hier außer dem einen, dem Stein, den ich euch nicht in die Hand geben werde. Schier so zu Laurien rüber. Das klingt nach einem sehr großzügigen Angebot. Der nickt auch zu dir und sagt, verneigt sich dann schließlich und sagt, großer König, mehr können wir nicht verlangen. Dann würde ich durchaus die Gelegenheit genießen. Ich weiß ja, wie Laurion, wie schnell der wieder auf dem Rücken seines Pferdes bei solchen Angelegenheiten sein möchte, aber wo wir hier schon zu Gast sind, sollten wir die Gastfreundschaft auch in uns aufnehmen und uns dadurch beflügeln lassen für unser weiteres Vorhaben. Meint ihr nicht auch, Herr Laurion? Ja. Ja, ich stimme euch zu, Herr Zwerg. Und wir sollten uns noch darüber unterhalten, wo diese Steine vielleicht auf einmal hergekommen sind. Aus meinem Rucksack? Das ist wahr, aber sicherlich habt ihr da noch ein bisschen mehr an Geschichte zu erzählen. Daron entfährt ein sehr unhöfisches, grunzendes Lachen. Und das wir können uns unterhalten, während bei einem guten Essen natürlich, weil wir müssen standhaft bleiben und dafür ist es sinnvoll, den Schwerpunkt möglichst tief zu haben. Wir haben reichlich Essen.
sobald wir wieder unter uns sind, nicht mehr in unmittelbarer Gesellschaft des Königs, würde... Ja, also ihr werdet entlassen und könnt euch frei bewegen in Menegroth, bis auf... Ihr sollt nicht einfach in die Privatwohnung von irgendjemandem reinlaufen, aber alle öffentlichen Bereiche stehen euch zur Verfügung. Und ihr bekommt auch eine kleine Flucht von Zimmern zugewiesen. Schön im kühlen Fels gelegen, von Lampen erhellt, mit Betten, auf denen dichte Pelze liegen und fein mit Daunen gestopfte Kissen. Und es wird auch Essen aufgetragen. Wild und ein fein duftendes Brot, das mit Gewürzen versehen ist, auf dem der Honig wilder Bienen aufgeträufelt wurde. Ich kann das nicht fassen. Vor ein paar Tagen war ich noch beinahe im Magen einer Spinne und jetzt bin ich... Ich finde keine Worte hierfür. Aber kommt ihr nicht von hier? Habt ihr nicht gesagt, ihr seid von Doriath? Nein, Dorthonion, das wechseln so viele immer wieder. Das ist das Land im Norden, das im letzten Krieg völlig verheert wurde. Natürlich. Nicht so weit, vielleicht 100 Meilen von hier, aber trotzdem nördlich des Gürtels von Melian. Ja, jetzt ein Brachland. Ich muss sagen, ich habe sehr viele Abenteuer erlebt und viele Gefahren bestanden, aber noch nie hatte ich so sehr das Gefühl, vor dem Tod zu stehen, wie in dem Moment, in dem ihr nach dem Silmarillion gefragt hat. Das ist unsere Aufgabe, meint Laurion und greift zu einem Becher, um Wein hineinzugießen. Was ist denn dieses Silmaril-Ding? Laurion, der gerade einen Schluck genommen hat, scheint sehr mit sich zu kämpfen, dass dieser nicht wieder in Erscheinung tritt durch Mund, Nase oder so intensiv wie er blinzelt durch die Tränenkanäle an den Augen. Währenddessen fange ich einfach an zu reden. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Also es ist nicht einfach nur ein Stein, der schillert in allen Farben, auch welche, die ich nicht beschreiben kann und noch nie gesehen. Es ist wie als würde man in einer Mine stehen, die von einzelnen Fackeln sehr hell erleuchtet wird, von überall schimmert es und gleichzeitig weiß man nicht, woher der Schein kommt. Wundervoll. Nur in Form von einem kleinen Stein. Also, so klein ist er gar nicht. Und ihr habt das schon gesehen, diesen Stein? Es ist einfach nur der größte Schatz der Elben. Und der ist hier? In der Schatzkammer von Thingol? Einer von dreien. Sagt Laurie. Ist er in einer Schatzkammer oder ist er ausgestellt? Ihr habt ihn nicht gesehen. Er wurde auf jeden Fall nicht öffentlich ausgestellt. Schade. Aber es heißt... Ja, das Silberbesteck haben sie abgeräumt, als wir kamen. Ja, also ihr habt silbernes Besteck bei euch jetzt auf dem Tisch liegen zu dem Essen. Das aber es ist nur versilbert. Ja, möglicherweise. Ja. Es gibt drei der Silmaril. Einer von ihnen ist hier in Thingols Hallen. Er hat einem Menschen eine fast lächerliche Aufgabe auferlegt, als dieser um die Hand seiner Tochter angehalten hat. Und der Mensch hat es tatsächlich vollbracht. Und so wenn wurde... Wenn man den Geschichten glauben mag, muss das eines der größten Abenteuer und eine der gefährlichsten Geschichten gewesen sein. Sie waren in der Festung Morgoths und haben ihm einen Stein aus der Krone geschnitten. Das heißt, die Tochter des Königs... Ist sie eine Prinzessin? Wahrscheinlich sogar mehr als das. Das heißt, die Tochter des Königs habe so schön getanzt, dass jeder Einzelne in der Festung so verzaubert war, dass sie nicht einmal gemerkt haben, wie sie ihm den Stein gestohlen haben. Und bestimmt große Lieder darüber singen. Ja, nein, ich würde nur sagen, siehst du, Daron, dahingehend erwartet man nicht viel von uns, nur zwei Söhne Feanors bestehlen.
Wenn ihr das so sagt, klingt das ziemlich einfach, ja. Und wie ging das aus mit diesem? Also er hat es offenbar geschafft, ja? Also die beiden haben es geschafft. Den Stein in der Hand, als ihm die Hand von einem Wolf Morgoths abgebissen wurde. Auf den Stein liegt aber ein Zauber, der bedeutet, dass ihr Licht alle Feinde der Elben verbrennt. Das heißt, dieser Wolf ist von innen verbrannt. Wir haben tatsächlich seine Spuren verfolgt und er ist bis an die Grenzen Doriaths noch gelaufen, wo er dann endlich niedergerungen wurde. Und dann hat man den Stein aus seinem Bauch geschnitten und wir waren wenige und Thingol war mit mehreren seiner Reiter da und es war eine prekäre Situation, möchte ich sagen, weswegen wir den Stein nicht zurückerobern konnten in dem Moment, sondern uns friedlich getrennt haben. Zumal der Mensch wohl das Leben gelassen hat. Ach, ihr habt dem König geholfen, diesen Stein zu... Ja, das war das, was er meinte mit, der kennt uns vom Kampf mit dem Wolf. Und deswegen sind wir hier eingelassen worden. Und wegen der Zwerge. Und weil wegen wir der Zwerge. Lumbiel zurückgebracht haben. Ich habe kein Schiff für Glück hier, was? Die Lumiel sitzt bei euch relativ still. Offensichtlich deutlich verwirrt davon, an einem Ort zu sein, den sie kennen soll, aber sich an den sie sich nicht erinnert. Und da ist jetzt nicht irgendwie ihre Eltern oder so, die sie zurück... haben wollen oder so. Nein, offensichtlich keine Eltern. Es ist ja auch ein großes Reich. Wahrscheinlich müssen die erstmal Bescheid kriegen und dann. Die war ja auch 10 Jahre weg. Die hatten sich sicher abgeschrieben schon lange und. Damit verläuft sich ja schnell. Und die Eltern haben schon neue Kinder sich besorgt. Seltsam aus. Ja, also dein Zimmer haben wir schon jemand anders gegeben. Dem Zimmer ist jetzt so untervermietet. Genau. Da stellt Papa jetzt seine Miniaturen aus. Hat er so kleine Figürchen von Menschen. Ach, sowas Exotisches. Ja. Naja, die Frage ist... Ein Riesenviech, dieser Wolf. Wahnsinnig. Ja. Gigantisch und mit kochendem Blut. Ja, zumindest gestunken. Wegen des Silmarils kochend. Die Frage ist aber vor allen Dingen, erfüllen wir König Thingol die Quest, die er uns auferlegt hat? In der Hoffnung, ihn milde zu stimmen? Ja. Ich dachte, das wäre schon entschieden. Ja, ja, haben wir eine Wahl? Dann trinken wir darauf, die Brüder meines Herrn zu überreden, zu bestehlen oder zu betrügen. Wobei ich sagen muss, dass auch mein Herr Maglor keine hohe Meinung von diesen zweien seiner Geschwister hat. Da scheinen sich ja alle einig zu sein. Darauf trinken wir.